hoffe, ihr hört das. Und wir sind echt, yes, wir sind Vormittag, oder? Ja, wir sind am Vormittag hier bei prächtigstem Wetter. Ein bisschen bewölkt ist es, in Tinundir angekommen. Wir sind hier oben. Also Nordhöhen, ne? Ganz klar, hier über die Felder von Ost nach Westen hier durchschlängeln. Hier runter, hier oben sind irgendwo noch Quests, die müssen wir dann auch noch holen. Und jetzt sind wir hier angekommen. Hier ist Tinundir, der Hauptquestpunkt. Und da unten sehen wir die alte Stadt, heißt die, oder? Anuminas, hier unten. Und ich würde mal sagen, da laufen wir jetzt einfach mal runter und reiten nicht. Hier ist der riesige See hier unten, hier auch natürlich. Ah, oh, das ist so herrlich. Ich liebe es. Ein wunderschönes Gebiet, vor allem als Abwechslung mal wieder zu Angmar, dem dunklen, grauen Angmar. Hier die hellen Bauten, die hellen Steine. Da vorne sehen wir schon schöne, große Säulen und was weiß ich, Könige, was das auch immer ist. Und die werden wir alle entdecken. Und dann nach Anuminas werden wir natürlich auch marschieren. Und hier sind jede Menge Waldläufer hier unten. Dann gehen wir gleich mal hierher zum Stallmeister. Was kann ich für euch tun? Und da vorne ist auch nochmal ein großes Gebäude. Werden wir uns alles in Ruhe anschauen. Das, was wir jetzt machen, ist, wir gehen erstmal hier zur Bank. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Und legen noch ein paar Sachen hier rein. Unter anderem diese Kisten hier. Dann die Matom-Rufgegenstände. Können wir hier reinlegen. Und ansonsten würde ich mal sagen, passt es erstmal, oder? Ich überlege gerade, ob ich auch das Feuerwerk... Nee, das Feuerwerk, das lassen wir hier. Das bleibt im Inventar, auch wenn ich es immer vergesse zu nutzen. Kann ich... Oh, dieser Gegenstand befindet sich bereits im Kleiderschrank. Ach so, dann können wir den zerrissenen Hut einfach auch wegschmeißen. Auch kein Mensch mehr. Und dann zünden wir doch gleich mal zu Beginn zum Eintreffen, damit wir uns gleich mal Freunde machen. Neben dem Olli Grünfeld zum ein Feuerwerk. So, wer steht hier? Hier steht der Silvaran, der sinkende Stein, Stufe 54 Hüter. Da vorne ist der Markstein. Ich setze den gleich mal. Und zwar können wir dadurch... Wir brauchen jetzt nicht Gas von hier überschreiben. Wir können auch Michelbinge überschreiben. Michelbinge. So. Und dann sprechen wir mal mit dem Kallenglatt, der hier gerade beim Spieß, beim Essen ist natürlich. Wo sollte er auch sonst sein? Und wir haben auch Quests. Wir haben auch Quests, dass wir ihm noch kontaktieren müssen. Das können wir auch gleich noch machen. Kallenglatt, blieb zurück. Wie kann ich zu Diensten sein? Was habt ihr da? Einen Brief von Aragorn? Lasst ihn mich sehen. Wie sagtet ihr, ist euer Name Tollfuß? Tut mir leid, aber diese Nachricht reicht nicht aus. Grabräuber haben die Gewölbe und Gräber von Anuminas geplündert, um das Erbe der Dunedain zu rauben. Dies könnte eine Fälschung sein, die unsere Wache ablenken soll. Nein, ich fürchte, ich kann den Worten dieses Briefes keinen Glauben schenken. Wie kann ich wissen, ob ich euch trauen kann? Taten sind es, nicht Worte, die für mich entscheidend sind. Es ist, glaube ich, das erste Mal im Spiel, wo ein NPC nachvollziehbar reagiert. Ne? Alle anderen sagen, ja, ja, ist ja okay, du bist jetzt mein Freund und wir machen jetzt Quests miteinander. Naja. Wie kann ich zu Diensten sein? So, den Loyalitätsbeweis, den machen wir später, also in der nächsten Staffel, aber hier Buch 9, Kapitel 4. Was benötigt ihr? Das gehen wir noch an. Lerdan und Gul'dir haben euch also geschickt. Die wachsende Anzahl der Angmarim dort muss eine größere Bedeutung haben, als wir dachten. Dann bin ich froh, dass sie uns einen bewährten Helden zur Seite geschickt haben. Wie kann ich zu Diensten sein? Amartiels Hoffnung. Der Aufmarsch der Angmarim in Anuminas ist äußerst beunruhigend und nach allem, was ihr berichtet habt, denke ich, dass wir genau dort nach Amartiel suchen sollten. Sie kann noch nicht sehr weit in die verfallene Stadt eingedrungen sein. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht noch weiterkommt. Ihr könnt 5 meiner Männer mitnehmen, auf jeden Fall müsst ihr mir Kunde über eure Pläne bringen. Für die Dunedain und Eriador ist das von größter Dringlichkeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass das lidlose Auge in dieser Gegend noch mehr an Einfluss gewinnt. Lasst uns noch einmal reden, wenn ihr zum Aufbruch bereit seid. Das ist quasi eine Instanz, die wir machen können. Eine Solo-Instanz. Die Waldläufer des Nordens vermuten, dass Amartil, die Waffenmeisterin Angmars, nach Anuminas gekommen ist. Eine Vermutung, die durch die Warnung des Elben Lerdan gestützt wird.
Die Waldläufer bereiten sich nun darauf vor, in die Ruinenstadt einzudringen und Amarthils üble Pläne zu durchkreuzen. Gut, wir sind jetzt hier unten. Vorhin waren wir hier oben, Tin und dir. Jetzt sind wir hier unten in Anuminas. Hat sogar eine eigene Karte hier, so groß ist das. Aber natürlich in einer Instanz. Seid ihr bereit? Beeilung, sie haben uns erwartet. Wir müssen durchbrechen, wenn wir Amarthil rechtzeitig finden wollen. Folgt uns! So schwer kann es nicht sein, wenn es eine Solo-Instanz ist. Alle mir nach. Neutat, die Stadt der Könige. Minatrank haben wir gefunden. Wo laufen die denn hin jetzt? Und jetzt läuft sie wieder hier hin. So, Eindringling aus Angmar besiegt Almarin in und um Anuminas und die Stadt der Könige. Sehr schön. Ja. Müssen wir hier überhaupt mitkämpfen? Oder machen die das alles selber? Da komme ich ja so schnell, komme ich gar nicht weiter hier. Jetzt teilen sie sich auch noch auf. Bleib doch mal geschlossen, Mensch. Ich brauche da überhaupt nichts machen. Die sind alle so gut. 6000 Moralpunkte. Wir helfen natürlich trotzdem mit. Ne? Ist klar. Stufe 38 haben die. Da sind wir natürlich jetzt heillos drüber. Aber das ist halt mal die Krux, ne? Wenn man alles macht. Die Wendy und Vorochel sind bei weitem unter unserer Stufe. Vorochel noch ein bisschen höher, aber nicht viel. So, da vorne ist ja auch die Amarthil. Schauen uns die mal aus der Nähe an. Die haben wir nämlich sonst immer nicht gesehen. Willkommen in die Vendim. Das ist ja mal eine schöne Begrüßung. Ich weiß nicht, was die unter der Maske hat, aber ich kann mir vorstellen, die ist wunderbar hübsch. Und wir haben 9 Grauen. Könige der Palantiere und auch die Menschen, die sie einst beschützten, die alle sind fort, sagt sie. Ich habe den Palantir nach Anuminas gebracht und da will sie wieder regieren. Wieso denn in Anuminas? Wieso denn nicht in Angmar? Oh, wir haben ja fast keine Moral jetzt. Alle werden vor Amarthil erschaudern. Ja, so wie wir aktuell. Heieiei, wir sind betäubt sogar. Kämpft gegen sie, Morguldur. Ich habe die einringige satt. Da ist er, Elitemeister. Ich warte mal ab, ob sich das Grauen erholt. Wir haben jetzt noch plus 4. Oh Mann, ich hätte vielleicht nicht so schnell angreifen sollen. Ich habe ja noch überhaupt keine Moral jetzt. Oh, wir werden vielleicht geheilt. Natürlich nicht. Da heilt er lieber seinen Waldläuferbruder. Neue Chance. Hat er mich wieder nicht geheilt. Das ist ja unerhört. Jetzt heil doch nicht mal. Nö, mag er einfach nicht. Nö. Ich meine, wir kriegen die meisten Schläge ab. Aber das ist ihm offenbar egal. Ich glaube, jetzt hat er mich geheilt. 200 Punkte oder so. So, Morguldur. Ich werde mal auf alle Fälle vernichten. Der Sieg ist unser. Morguldur wurde besiegt, aber Amarthil ist natürlich weg jetzt. Wir müssen nach Tinodir zurückkehren. Tollfuß, ich fürchte, dass Amarthil gewonnen hat. Wir müssen unseren nächsten Schritt rasch planen, damit ihr Sieg nur noch von kurzer Dauer ist. Amarthil, die Waffenmeisterin von Angmar, ist nun in Mordirids Abwesenheit auch die Regentin. Unter dem lieblosen Auge Saurons hat sie sich zur verfallenen Stadt Anuminas begeben, um eine Macht zu suchen, die ihre Position stärkt. Iriador stehen dunkle Zeiten bevor, die wohl nur durch Schmerz und Leid abgewendet werden können. Dun dun dun. Oh, dann sind wir wieder da. Oh, sind wir wieder hier oben? Wir sprechen noch mit Kalinglad, damit wir das abschließen.
Und ich denke mal, das war's dann, oder? Dann sind wir hier durch. Wir haben hier Buch 9 offenbar abgeschlossen. Was benötigt ihr? Es ist allerdings schlechte Kunde. Ich werde Elrond von Bruchtal sowie Golodir benachrichtigen. Wenn Mordor so tief in die Sache verwickelt ist, brauchen wir Unterstützung. Und zwar schnell. Hab Dank für eure Hilfe und dafür, dass ihr einen der Leutnants von Amathils schwarzen Numenoren ausgeschaltet habt. Wir haben zwar einen Schlag gelandet, aber wenn wir jetzt nicht noch einmal nachsetzen, wird sich Amathil davon erholen und mit Sicherheit versuchen, uns zu vernichten. Was bekommen wir denn hier? Es gibt eine neue Ruffraktion, die Hüter von Anuminas. Jormunds ungeschliffener Diamant. Moral ein bisschen höher, aber nee. Ja, die ganzen Gegenstände, die wir hier bekommen, sind alle nichts mehr wert für uns. So, Buch 10, Kapitel 1, das lasse ich jetzt erstmal hier stehen. Das schauen wir uns nicht an. Wir haben das Epos-Buch. Das müsste 9 sein, oder? Die Ufer von Ivendim abgeschlossen. Sehr schön. Gut, dann suchen wir uns mal einen schönen Spot, bevor wir hier weitermachen. Hier unten ist nochmal ein Stallmeister. Der Stallmeister, der dafür sorgt, dass wir hier auch über den See reisen können. Was benötigt ihr? Traufenspitz, Menerein und Tüllruinen. Schnellreise. So, ich suche mir mal kurz ein schönes Plätzchen, ne? Damit wir hier die Staffel 2 auch schön ausklingen lassen können. Wobei es hier ja überall schöne schöne Plätze gibt. Das ist schön hier. Direkt am Ufer. Wir stellen uns mal hier so her. Und ich muss nochmal sagen, ich freue mich so sehr, dass wir jetzt doch nochmal Tag haben. Aktuell ist immer noch Vormittag. Wunderschön. Manchmal hat man hier sogar dann auch noch so wie im Auenland die Regenbogen. Ich halte mal kurz einen Zeh rein. Schön. Das Wasser war nicht immer so schön. Aber jetzt ist es schön. Na gut, dann würde ich mal sagen, war es das mit Staffel 2? Wir sind soweit durch. Ich kann nicht sagen, welche Folgennummer das jetzt hier ist, weil ich das jetzt erst alles zusammenschneiden muss. Vor allem das mit dem Hin- und Herlaufen, das hat mich jetzt etwas durcheinander gebracht. Ich tippe mal, dass wir so bei 282, 283, irgendwas so in der Mitte sind. Vielleicht sogar 84, je nachdem. Ich habe jegliches Zeitgefühl mittlerweile verloren. Wir sind durch mit Staffel 3. Es hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, dass wieder viele mitgeschaut haben. Ich weiß, dass Let's Play hat jetzt nicht so viele Zuschauer, aber die, die dabei sind, die haben bestimmt viel Spaß und ab und zu wieder auch mal kommentiert. Das ist auch super. Das freut mich immer jedes Mal. Ich bin gerade eben vorhin noch angeschrieben worden. Ich weiß gar nicht, ob das in der Aufnahme mit drin ist. Das war nicht der Letzte, der mich angeschrieben hat, der nach der Instanz gefragt hat, sondern einer davor, der dann gesagt hat, wenn du der Tollfuß bist, dann will ich dir nur noch sagen, dass du schöne Let's Plays machst. Also es ist wunderschön, wenn man hier auch mal Lob bekommt und es macht einfach immer noch Spaß. Es ist einfach so. Ich habe es in einer der letzten Folgen schon gesagt. Natürlich, wenn ich jetzt immer hier eine Staffel komplett aufnehme, ich bin da schon ein bisschen ausgelaugt, weil ja doch viel Aufwand auch drin steckt. Mit dem ganzen Hin und Her, mit dem Schneiden, mit dem Hochladen, Verschlagworten, mit dem ganzen Titel reinsetzen. Also da hängt schon einiges an Arbeit dran. Und irgendwann ist man dann schon, meistens ist es komischerweise bei mir so bei 150 Folgen, dass man dann irgendwie ein bisschen ausgelaugt ist und nicht mehr so ganz so frisch und nicht mehr ganz so motiviert. Und deswegen mache ich dann immer die Staffelpause und deswegen machen wir die jetzt auch. Und in der Staffel 3, wenn die dann weitergeht, dann sind wir wieder hoch motiviert und dann geht es hier in Ivendim weiter und das wird echt super, weil das so schön hell ist und so schön gebaut ist. Und nach Ivendim geht es dann nach Forochl. Das ist auch ein wunderbares Gebiet, ein Schneegebiet. Wir haben es vielleicht schon mal gesehen. Haben wir da schon mal reingeschnuppert? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja schon ewig her. Ich war auf alle Fälle schon mal oben für ein paar Quests, aber ich glaube, ich habe euch das noch nicht gezeigt. Auf alle Fälle ist das auch ein wunderbares Gebiet mit neuen Gegnern, schönen großen Mammuts und schönen Quests auf alle Fälle. Und wenn wir das fertig haben, dann gehen wir Richtung, ich zeige es euch kurz,
der Region hier runter und machen den Bereich hier fertig. Da hier unten geht es dann auch weiter mit dem Bingo Boffin. Der steht ja auch noch aus. Und wenn wir hier alles soweit haben, geht es Richtung Mauern von Moria, beziehungsweise dann direkt Richtung Moria rein. Ich muss mal eben schauen, hier unten. Enid Wade gibt es nämlich auch mittlerweile als Gebiet. Düstertal, Trauerhöhen. Das da hier unten, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht mehr fit. Das ist, ich glaube, das habe ich nur einmal durchgemacht mit meinem Charakter. Die Gebiete hier oben habe ich ein paar Mal gemacht. Also einmal jetzt auch nur, glaube ich, zweimal oder so oder höchstens dreimal. Aber natürlich die Kerngebiete, die hat man ziemlich oft gemacht. Und dann ja, gehen wir Richtung Moria. Und ich, ganz ehrlich, ich tippe eh, dass dann eh schon wieder Staffelende ist, weil Moria so unglaublich groß ist, wenn wir dann dort fertig sind. Gut, haben wir jetzt, wollte ich eigentlich die Festkleidung anziehen. Für die letzte Runde. Sieht das gut aus? Nee, wir bleiben in unserer Montur. In voller Montur stehen wir im Wasser und vertreten uns die Beine. Und das passt schon so. Gut, wie lange ist die Pause, die Staffelpause? Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja von Staffel 1 auf Staffel 2 ursprünglich im letzten Video gesagt, dass wir wahrscheinlich ein, zwei Monate Pause machen. Das ging ein bisschen daneben, die Schätzung. Es waren dann doch 3 oder 4 Monate. Und ich tippe mal, dass das jetzt genauso sein wird. Ne? Ich habe jetzt noch ein paar andere Projekte geplant für diese Zeit. Muss ja irgendwie gefüllt werden, auch die Zeit. Ne? Und wenn die Projekte dann rum sind, dann werden wir hier wieder weitermachen. Aber ich ganz ehrlich, ich glaube fast, dass 3, 4 Monate auch ein bisschen zu kurz sind. Ihr werdet jetzt auf alle Fälle erfahren, wenn es wieder losgeht, wenn die Staffel 3 rauskommt. Und ich hoffe natürlich, dass dann auch wieder mitgeschaut wird und vielleicht auch mitkommentiert wird. Und ich freue mich auf alle Fälle schon drauf. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Wir haben am 25.04. steht hier noch, am 25.04.2018 mit der Staffel 2 hier begonnen. Wir waren Level 41, mittlerweile sind wir Level 57. Das hört sich jetzt nicht so viel an, aber das waren jetzt doch ein paar Level, die wir gemacht haben. Vor allem muss man halt immer mit einbeziehen. Wir haben wahrscheinlich die Hälfte der Staffeln haben wir in Gebieten verbracht, wo wir kaum noch Erfahrungspunkte bekommen haben für die Quests. Und man muss auch sagen, ich habe wahrscheinlich so 4, 5 Level aufgelevelt mit dem Julfest natürlich, weil es dort auch immer volle Erfahrungspunkte gibt. Also das kam auch noch mit dazu. Normalerweise wären wir wahrscheinlich irgendwie Stufe 52, 53 sowas erst. Hätten also in einer Staffel nur 10 Level geschafft, aber hey, um das geht es ja auch gar nicht, sondern es geht ja wirklich um diese wunderbaren Geschichten hier. Ah, ist das schön, ist das schön. Und auch eine schöne Musik hier noch. Schade, dass es nicht so automatisch Drehen gibt, wo sich das quasi hier wie bei Elder Scrolls automatisch dann anfängt zu drehen, wenn man sich nicht bewegt. Das wäre noch schön. Weil wenn ich hier mit meiner zittrigen Maushand hier herumschwecke, das sieht einfach nicht gut aus. Was wir noch machen, ist, wir holen noch den Wenzel raus. Und ich muss mir endlich mal eine andere Vorgehensweise, irgendwas anderes überlegen, wie ich den Wenzel ankündige. Ich kann nicht immer sagen, ich hole den Wenzel raus. Das passt nicht. Ne? Das passt überhaupt nicht. Gut. Dann war es das soweit, würde ich mal sagen. Habe ich noch was vergessen? Ja, wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was auf der To-Do-Liste für vielleicht Staffel 3, vielleicht auch für dazwischen, wenn mir langweilig ist. Hochelfen, Beoringer, Hühnerquest, Auenland, Monsterspiel, vielleicht noch das ein oder andere Scharmützel, wenn mir mal langweilig ist und ich mal reinschauen will, nur für kurz. Vielleicht machen wir da noch ein paar Folgen und vielleicht lagere ich das dann irgendwie aus in eine separate Playlist. Mal schauen. Ne? Gut, dann würde ich sagen, war es das. Wie gesagt, ich mache auch noch die Handwerker-Sachen zwischendurch und werde noch ein bisschen die Geschenke plündern, die es immer wieder jeden Tag gibt. Vielleicht mache ich auch noch ein paar Fest-Quests. Da bin ich mir noch nicht sicher. Das mache ich ehrlich gesagt ungern ohne euch, wenn ihr die ersten noch nicht gesehen habt. Ja. Aber ansonsten sollten wir uns dann in ein paar Monaten wieder hier in Eventim, Tinodir, wieder treffen. Und ich freue mich jetzt schon. Ganz ehrlich. Ich bin da immer ein bisschen wehmütig. Aber hey, die Zeit vergeht so schnell. Das ist unglaublich. Da sehen wir uns bestimmt gleich wieder. Und zum Abschluss, wie immer, gibt es nochmal den Feuerwerkskörper.
im Wasser gezündet. Das geht natürlich trotzdem. Und ich sage schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder in der dritten Staffel. Bis dann. Ist schon zu Ende? Moment. Ich setze mal eine. Bis dann. Ciao. Ach, das ist so schön. Wunderbar. Wieder einen Schritt weiter fürs Buch der Taten mit den Feuerwerkskörpern. Spätestens in Staffel 10 haben wir das alles dann. Oh, wir können ja nochmal hier. Da läuft der Wenzel auf uns zu. Ich kann einfach nicht aufhören. Bis dann. Ciao.